Schon der Name der Göttinger Universität verweist auf die Beziehungen nach England. Georg August war Kurfürst von Hannover und gleichzeitig König von England. Die Personalunion, das war die Zeit, in der das Kurfürstentum Hannover und das Königreich von Großbritannien von ein und demselben Herrscher regiert wurden. Im Personalunion eben. Das war von 1714 bis 1837. Dies hier ist Georg August, oder Georg II., König und Kurfürst. Er hat 1737 die Universität gestiftet. 100 Jahre später wurden dann Porträts britischer Könige hier an der Königswand in der Aula aufgehängt. Während der Personalunion bildete sich ein politischer Raum, der allerdings erst durch das Handeln der Menschen wirklich lebendig wurde. Einer von ihnen war Georg Friedrich Lichtenberg. Er war in beiden Kulturen zu Hause, ging in London unheimlich gerne ins Theater und betreute in Göttingen die britischen Studenten. In Göttingen war Lichtenberg ihr Vertrauter. So vertraut, dass man sich auch nach dem Studienaufenthalt noch Briefe schrieb. Er kümmerte sich um die britischen Studenten, die zum Teil noch sehr jung waren, einige erst 14 Jahre alt. Und damit nicht zu viel Geld ausgegeben wurde, führte er Buch über ihre Ausgaben. Rund 355 britische Studenten zog es bis 1837 an die neu gegründete Universität. Besonders die medizinische Fakultät hatte einen guten Ruf, wozu das moderne Entbindungshospital hier gehörte. Es kamen viele Adlige, selbst die britischen Prinzen kamen nach Hannover. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es eine regelrechte Begeisterung für die britische Kultur, vor allen Dingen in Göttingen. Der akademische Musikdirektor Nikolaus Forkel beispielsweise komponierte diese 12 Variationen auf das englische Volkslied God Save the King. Auf ihren Reisen nach England waren die kurhannoverschen Adligen von den britischen Gärten sehr begeistert. Sie waren fasziniert von der englischen Landschaftsgartenkultur. Zurück in Hannover legten sie selbst englische Landschaftsgärten an und kauften auch englische Möbel für ihre Häuser. Mehr als zwei Drittel aller englischen Romane wurden ins Deutsche übersetzt und gedruckt. Viele davon in Göttingen. Wie zum Beispiel hier, Clarissa, die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers. Dieser Roman bestand aus 550 Briefen und hatte 1 Million Wörter. Dass das Buch schnell in Göttingen ankam und in der berühmten Bibliothek zur Verfügung gestellt werden konnte, lag auch an der königlichen Post. Buchhändler wie Abraham und Anna Vandenhoek konnten diese kostenlos benutzen. Die Göttinger Universitätsbibliothek profitierte besonders auch von diesem Privileg. Bücher und selbst Geschenke des Königs konnten auf schnellstem Wege von London nach Göttingen gelangen. Grundlage hierfür war das gut ausgebaute Postnetz in Hannover. So fuhren beispielsweise 3-mal in der Woche Postkutschen und Postreiter von Hannover direkt nach England. Wenn es besonders schnell gehen sollte, wurden die Pferde an den einzelnen Stationen getauscht. Und auf diesem Weg gelangten Bücher, Briefe, Waren und aber auch Lehrmaterialien direkt bis nach Göttingen. Damals entstanden die ersten akademischen Sammlungen, deren Objekte auch in den Vorlesungen genutzt wurden. Es wurde praktisch alles gesammelt. Von Fossilien über Gipsabgüsse antiker Statuen bis hin zu lebenden Pflanzen. So wurden hier im Botanischen Garten extra Ananasgewächse gezogen, deren exotische Früchte bei den höfischen Festbanketten sehr beliebt waren. Nur wegen dieser Verbindung mit Großbritannien konnten einzigartige ethnologische Objekte hierher nach Göttingen gelangen, wie beispielsweise dieses Trauergewand aus der Südsee. Sie bilden die Highlights der weltbekannten Cook-Forster-Sammlung. Eine Besonderheit, die man allerdings eher selten sieht, sind diese Angelschnüre von Tahiti, die auf die Spielkarten der britischen Besatzungsmitglieder aufgewickelt wurden. Auch die Ausstattung der Sternwarte mit Instrumenten wie zum Beispiel Teleskopen wurde durch königliche Mittel finanziert. Forschung und Lehre an der Georg-August-Universität profitierten von der Verbindung mit Großbritannien. Und auch der britische König bekam sein Denkmal. Es ist das einzige in Deutschland.